Hallöchen, schön, dass ihr wieder reinguckt. Der Onkel hier. Wir spielen wieder in Schrauder. Seid ihr dabei? Neues los. Meine Welt spielen. Diesmal mache ich mich auch gleich klein. Sorry. Ja, ich habe was gemacht. Ich wollte eigentlich aufnehmen. Beim Bauen. Hab aber vergessen, die Rektaste zu drücken. Also wir haben gebaut. Ihr seht. Hui. So, noch nicht ganz fertig hier. Da muss ich noch ein bisschen. Also das war unser Haus. Da haben wir jetzt angebaut. Muss noch ein Dach drauf. So. Haben wir ein bisschen mehr Platz, ne? So, mit schön Tageslichteinfluss. Vielleicht bauen wir da noch einen Keller irgendwann. Mal gucken. Ja, so schaut das bis jetzt aus. Da haben wir den Schmied, die Jägerin und den Alchemist. Und ich habe noch einen Trockenstall gebaut. Um hier trocknet. Fell zu trocknen. Ne? Jo, so schaut's aus. Was Besonderes. Hier muss noch irgendwie was hin. Keine Ahnung. Nicht so. So weit. Und das mit dem Zaun hier gefällt mir auch überhaupt gar nicht. Gut. Was machen wir heute? Wir stellen auf jeden Fall so eine Flamme auf. Irgendwo dann. Dass wir ein bisschen besser dahin kommen. Frage ist, was sagt das Tagebuch? Ja, besser. Flammenanteil und Ball. Okay. Finde die Bäuerin. Einer. Was ist das? Finde den Schreiner. Okay. Ein ewiger Zauber. Erreiche das unterirdische Grab. Oh je. Eine letzte Reise. Naja, wir haben genug zu tun, so ist nicht. Schauen wir mal, was meine Geschichte der Fäulnis ist. Ewiger Zauber. Der Erbau. Und dann haben wir hier hinten Heuerin. Ugium der Flamme. Eine Geschichte des Feuers. Wollen wir das? Ja, machen wir das. Mal in die andere Richtung. Ist ja nur da oben. Was? Da ist ein Meter. Links. Ach so, halt, stopp. Ich bin ja geil. Moment, Moment. So einfach ist das jetzt nicht. Ja, hier nicht mit. Ah, Moment. Den Hammer lass mal hier. Braucht man ja nicht. So, da haben wir unsere ganze Waffenarsenale. Irgendwie hatte ich mal mehr einstecken, aber gut. Achso, das da tun wir da runter noch. Die Fackel. Ne? Okay, dokili. So schaut schon besser aus. Dann latsch mal dahin. Bippidi. Gucken, was da geht. So weit. Ich dachte nicht, dass es weit. Aber
Kein Problem, ne? Was ich noch machen wollte, war... Ah, egal. Ich gehe raus, da. Fängt schon wieder gut an. Trink mal ein Wässerchen. So. Holzpfeile sind halt nicht, ne? Auch wieder da. Ach, der will auf den Sack. Da füllen wir unser Inventar. Honig. So. Vielleicht auch mal was essen. Ja, haben wir ja genug. Und dann gehen wir auf Reisen. Hier. Ich liebe den Zauberstab. Leider hat er viel zu wenig. Wumps. Da ist eine Höhle. Waren wir da schon drin? Ja, nicht. Mal da den direkten Weg nennen. Da rein in den Spalt. Nee. Okay, da lang geht's schon mal nicht. Kennen wir die Hütte schon? Bums. Ich war mal hier schon drin. Dittrisch. Hab ich, dass ich den nicht mitnehme. Jetzt auch. Nein. Guck da. Kistchen. Hier hätte das Donner. Ah, jetzt nichts Besonderes. Aber die Bücher können mich mal am Arsch lecken. Da haben wir so viele. Er ist müde. Ah? Ach, guck er da. Ein Dittrisch. In guten wie in schlechten Zeiten. Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aufs dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen. Streifen umher, schreien in die Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda. Elinor. Ja, ihr zwei. Sorry, ne? Hat schlecht ausgesehen. Wir gehen halt schon wieder in die komplett falsche Richtung.
gibt's denn darüber? Wie komme ich denn darüber? Einfach da lang, ne? Wo ist Miasma? Wie viel Miasma ist da? Komm mal da hoch. Sag mal so schön. Pfeile. Oh, ich mag mich da gut. Hier wird ja nicht mehr. Im Miasma. Wenn wir jetzt wieder da drin verrecken, dann ist hier aber Holle die Polter. Baby loves mama. Den Dingen braucht man ja auch welche. Weiter im Akkord. Ah, schaut's verdächtig aus, als wäre hier gleich Rambazamba. Okay, geil, hier waren wir auch noch nicht, oder? Man hat halt nicht so viel Zeit, Leute. Gar nicht immer gut. Wir hatten ja dieses Mittel, aber das hat nicht gewirkt. Boah, alle bin ich erschrocken. Seid ihr wahnsinnig oder was? Ich seh nix. Weg hier. Aua. Gruselig. 2 Minuten haben wir noch. Ich kann die nicht alle durchsuchen hier. Es geht nicht. Muss weg. Muss weg. Na ja, jetzt lass mich in Ruhe. Raus hier. Hier geht's raus. Weg. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Haha. Dann können wir da ein bisschen suchen. Nochmal rein in die Suppe. Ich hab keine Zeit. Schaut das alles besser aus. Ja, jetzt auch schon wieder runter. Dunkel wie ein Bärenarsch hier. Aber ich habe ja eine Fackel. Da ist. Lava. Okay.
Ein Scheiß. Echt jetzt schon? Oh Leute. Hier waren wir noch nicht drin. Aua. Lasset mich in Ruhe. Aufs Maul. Eine Minute, wir müssen Luft holen. Geht's da raus? Gar nicht. Da. Auch nicht. Leute, jetzt findet man den Ausweg. Weg. Hm. Wollen wir da unten noch ein bisschen gucken? Ja, das ist schon. Jetzt der nicht. Waren wir schon? Pa-pa-pa. Orientierung hier lässt halt zu wünschen. Wo bist du? Sollte man denn sagen, ein kleiner Nervsack. Aus. Was zu lesen. Die Kirche wurde zerstört. Verdammt.
Der Sturm hat letzte Nacht unsere Kirche oder was noch davon übrig war, verwüstet. Everett hat recht. Wir hatten das Dach mit einigen dieser Blöcke verstärken sollen. Nun darf ich mir sicherlich eine Standpauke anhören. Ich muss unbedingt die Löcher im Dach abdichten, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich diese Blöcke deponiert habe. Ich dachte, ich hätte sie in der Nähe der Kirche gesehen, aber ich kann sie nicht finden. Ich meine alte Augen wirklich schon so müde. Na gut. Okay. Die Fackel? Die gibt's nicht. Okay, hier. Das ist schon. Kirche. Waren wir doch auch schon? Ich glaube, wir haben's. Ernsthaft? Ah, wie schön kriege ich Gänse? Kann ich hier ein Nickerchen machen? Heiltrank. Okay. Ich höre euch. Oh, schon wieder erschrocken. Da ist nichts für mich hier. Oh, jetzt. Oh, jetzt reicht es hier im Miasma. Kein Bock mehr, ich krieg ganz Haut. Weg jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich möchte dich. Ich gehe jetzt. Es ist dunkel. Ah. Puh. Eigentlich wollten wir holen. Ich habe ganz vergessen, was wir machen wollen. Das wäre jetzt geil. Da ist ein Haus. Es gibt auch ein Bett. Viel ist davon nicht über. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Da waren wir doch schon mal. Geil. Naja, die letzte Reise. Dahin wollten wir, ne? Eine Geschichte des Feuers. Okay, machen wir's. Ich kann mich an das Haus erinnern. Da ist das Klo. In die Richtung. Naja, da ist die Kirche. Waren wir schon unten drunter. Frage ist, wir müssen da rüber. Mucke. Mach mich ganz kirre. Bauen hier ein Flammenaltar. Da können wir, wenn was passiert, zur Not hierher. Brauche ich dafür? Stein, 5 Stück. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Rucksack voll. Doch, es ist ein Problem. Scheiße.
Schutt. Ich brauche keinen Schutt. Da los. Ein Stein. Das kann er jetzt nicht so schwer sein. Mein Gott. Wir müssen da rüber. Ich weiß nicht, wie wir da rüber kommen. Dann lass mal das mit dem Altar hier. Waren wir hier schon? Hier könnten wir eventuell schlafen. Ach, hier waren wir schon. Das ist das Dörfchen. Ich hasse es. Da ist Bett. Das ist mein Zeichen. Schön. Aua. Was mache ich denn? So, ich habe hart ausgeblendet. Hier schöne Fotos machen. Die Pfeile sind deutlich besser als Holzpfeile. Kannst halt. So. Jetzt im Tageslicht sehen wir vielleicht besser, wie wir da rüberkommen. Denn. Ich weiß nicht. Gar nicht so schwierig zu sein. Einfach rübergehen. Ah. Alle Wege führen dahin, wo wir möchten. Ein Schlückchen Wasser. Prost. Moin! Hier los! Das ist alles Feuerstein, was da in den Wänden wächst. Das müssen wir irgendwann auch mal abbauen. Irgendwann einfach einen größeren Rucksack. Das macht mich fertig. Und richtig im Beutel, du. Wie schön das ist. Das sind Wölfe. Eine Wölfe. Mir die Platte. Don't suck Wölfe. So, da glaube ich. Boah, was geht? Irre oder was? Ach hey, was geht denn da? Okay.
Jetzt geht's tierisch ab. Was hast du für ein Gerät? Alle, was geht hier? Mama, guck dir dich an. Ach, hier waren wir schon. Glaub ich nicht. Ernsthaft? Darüber oder was? Mach mal das halt. Sieht ja nicht so. Die Hasen haben ein Speed. Prrr. Was ist da los? Okay. Bist er der Unsympathische oder was? Leben. Oh, so geht das. Schön hier. Heulende Klinge, was denn das? 14 Schaden. Legendär. Das ist ja geil. Meine macht zwar 23, aber die schaut bestimmt mega aus. Guck mal, wie geil die ausschaut. Können wir ja verbessern. Der Dietrich, da haben wir ihn benutzt. Für eine so eine Bombe. Ah ja. Zelzel. Kinders, sag's euch. Kann man die einsammeln eigentlich? Aktivieren kann man die. Oh, du Lusch. Per das bei. Wir müssen. Da hoch. Kommt man da hoch? Gar nicht, oder was? Plünderer Versteck, ja. Hier vielleicht? Ja. Gehen wir halt so lange außen rum, bis wir irgendwo hochkommen, oder was? So, Kollege. Hoch da jetzt. Geht doch. Alter Bergsteiger. Nur noch 93 Meter. Waren mal 93. Ich hab bei Gronkh gesehen, der hat so einen Doppelsprung. Geht nicht hoch. Ich glaube, wir haben da zwar eine brutale Abkürzung genommen, aber mir wurscht. Ihr Ziel ist das Weg. Ah.
kreucht irgendwas. Oh. Was ist dies? Oben ist der Mauer. Da wollten wir noch hin. Lesen. Uiuiui. Die Welt erlischt. Ihre Flamme erstickt. Die Menschheit wird vergehen wie alle Wesen. Ihr Licht wird kleiner und erlöschen, ohne von der ewigen Flamme berührt worden zu sein. Bedeutungslos und winzig im Angesicht der nahezu endlosen Einsicht, die hell leuchtet. Sie zerfällt zu Staub, während wir zu Feuer werden. Ein endloser Zyklus aus Zerstörung und Chaos. Wisst ihr Bescheid, wa? Oh, dem können wir auch ein Selfie machen. Komm. Hä? Hey, falsche Taste. Hey. So, mach mal wieder an. So. Schauen wir mal, was der hat. Reisestiefel. Immer doch. Charakter. Da. Besser. Ungewöhnlich. Aha, danke, Kollege. Müde. Als Kinder taten wir so, als würden wir sie lesen. Aber die Obelisken verbergen ihre Wahrheit vor uns. Ich war ein Narr, als ich dachte, ich könnte hier eine Lösung für meine Probleme finden. Niemand erhört meine Gebete. Ich bin so müde, ich wünschte, du wärst an meiner Seite, Bruder. Verzeih mir, Vettel. Ach, du warst das. Der Dude, der dachte hier... Ah ja. Jo, gut. Da können wir hier theoretisch so einen Flammenaltar bauen. Weil darüber können wir ja teleportieren. Hier oben halt gar nicht, ne? Oder kann man den jetzt auch ansteuern? Dann bauen wir hier einen Flammenaltar. Gucken wir mal, wir brauchen Steine. Können wir löschen? So, Steine. Hier gibt's Steine. Ich sehe Steine. Guckt. Steine. Dann nehmen wir unsere legendäre Spitzhacke. Pum, pum. Fünf Steine brauche ich, ne? Okay. Wo kann ich den nicht bauen? Weil ich keinen Platz im Rucksack habe. Weil irgendwas schon wieder hier rumlungert, was ich nicht brauche. Und Steine brauche ich ja. So. Was schmeißen wir raus, Leute? Was? Wieso bist du nicht da? So. Kann nur 20 tragen. Habe ich doch eine Lösung für das Problem. So. Zack. Herstellen. Flamme kommunizieren. Sehr gut. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, können wir hier einfach sehr schnell reisen. Aber danach müssen wir ja hier zur Bäuerin. Okay. Dann erstmal ab nach Hause.
Dann leeren wir alles aus. Oh, da will jemand was wissen. Was ist los, Schmiedi? Hey! Let's fix that up. Die heulende Klinge. Du schwingst die heulende Klinge. Ich habe für sie geschmiedet, bevor sie mich verließ. Gut, du darfst sie an dieser an ihrer Stelle schwingen. Du sprach das Herz der Miasmas Flammenblut. Das hätte meine Tochter so gewollt. Ach so, das ist für die, für die Tochter hat er die geschmiedet. Ja, die müssen wir jetzt aufrüsten, weil die ist nicht so gut. Oh. Jutta sagt, ne? Hier ist die Hölle los. Boah. Da, Kinders. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal in Enshrouded.